Tag 2 vom Stoneman. So viel fehlt mir aber gar nicht mehr. Ich muss noch den Hochgründeck fahren und zum Sattelbauer. Den Rest habe ich ja schon gestern bei Tag 1 absolviert. Und somit bleiben mir noch circa 1600 Höhenmeter und ich würde sagen gute 50 Kilometer. Kommt mit! Stoneman Tag 2. Heute haben wir ungefähr 1600 Höhenmeter und ich glaube so um die 50 Kilometer. Die erste Hälfte vom ersten Berg haben wir auch schon hinter uns. Und jetzt wird es gerade noch mal ein bisschen flacher, so dass ich euch auch mal zuschalten kann. Zum Schluss geht es hier auch noch mal richtig steil rauf. Zum Schluss vom ersten Berg ist noch mal so eine richtig krasse Rampe. Und zwar keine kurze. Puh, sag ich euch. Juhu. Oben. Perfekt. Heinrich. China-Haus. Am Hochgründeck. Wieder ein Stempelchen mehr abholen. Machen wir doch mal noch einen kleinen Panoramaschwenk von hier oben. Im Hintergrund hört ihr einen Firmenausflug, die sind von gestern übrig geblieben. Also nicht wundern. Aber die haben auf jeden Fall auch ordentlich Spaß, wie es ausschaut. Jetzt kommen sie raus mit Gitarre. Da unten sehen wir auch Bischofshofen, habe ich gerade gehört. Da. Schade, jetzt sind die ganzen Felsberge gerade in den Wolken. Transferfahrt zum letzten Anstieg und scheinbar noch einem guten Trail nach Flachau runter dann. Da, letzte Stempelstelle, Sattelbauer und schon abgestempelt. Geschafft. Living in a line easy, I don't want it.
das war's, wir sind zurück. Jetzt fehlt nur noch dieses finnische Pokal-Dings. Aber da ist gerade geschlossen. Das war's, Ende gut, alles gut. Von dem her habe ich den Pokal erhalten und stehe hier gerade noch vor der Fotowand. Und damit sind wir jetzt auch auf der Finisher Wall drauf. Findet ihr uns schon? Jetzt vielleicht? Oder jetzt? Wir machen uns gerade mit dem Sessel auf zur Mittelstation. Eine Fahrt mit dem StarJet 1 ist gratis bei der Gästekarte mit dabei. Und jetzt schauen wir uns mal an, was uns da oben erwartet. Hier oben gibt es einen super Ausblick, unter anderem aufs Dachsteingebirge. Und hier seht ihr, worauf wir sonst noch so schauen können. Für die Kleinen ist oben übrigens auch allerhand geboten. Mit Kind lohnt sich eine Fahrt auf jeden Fall. Und da sich ja viele von euch auch dafür interessieren, wo wir so untergebracht sind, zeigen wir euch jetzt einfach mal unser Hotelzimmer. Und natürlich ein bisschen das Hotel von außen, das Essen, eben alles, was ihr so gewohnt seid. Hier seht ihr eben das Hauptgebäude vom Reselwirt. Und da gibt es da hinten noch einige Spielplätze. Insgesamt gehören 4 Häuser dazu. Und das hier ist unser Zimmer. Hier wäre die Eingangstüre. Hier ist einfach ein bisschen Platz, um ja, Videos zu schneiden zum Beispiel. Ein Schrank. Das ist das Bett. Alles super modern. Dann haben wir sogar 2 Balkone. Auf dem einen stand ich ja gerade. Und hier ist noch ein 2. Balkon mit Aussicht ein bisschen in Richtung Skigebiet. Ein Fernseher. Und für den Kleinen gibt es noch ein eigenes Zimmer. Wahnsinn, da könnte man gleich 2 Kiddies unterbringen. Aber wir haben nur das kleine Babybettchen. Und eben nochmal einen Schrank, wo die ganzen Sachen von unserem Kleinen drin sind. Und dann dürfen wir nicht vergessen, noch ein topmodernes Bad. 2 Waschbecken, gibt's also keinen Streit beim Zähneputzen. Dusche. Wasserdruck hat es auch ordentlich, habe ich schon getestet. Und eben natürlich ein Klo. Das sollte reichen, damit ihr euch einen Eindruck vom Zimmer machen könnt. Ich nehme euch dann natürlich draußen noch ein bisschen mit an den Pool, auf den Spielplatz und selbstverständlich eben, wie gesagt, auch zum Essen. Da seht ihr jetzt schon mal einen der Spielplätze. Hier rüber geht es dann zum Schwimmbad und auch gleich zum nächsten Spielplatz. Und auch für die Kleinen ist so einiges geboten, nämlich hier hinten. Und hier treffe ich meinen Kleinen, hat es geheißen. Seht ihr ihn schon? Ich auch nicht. Naja, irgendwo wird er sich schon verstecken. Und da ist er ja auch schon. Später schauen wir dann eben rüber zum Pool und zum anderen Spielplatz. Hier ist aber warm, ha? Du bist ja ganz rot. Hier ist eben der Pool und hinten dann nochmal ein Spielplatz und eine Go-Kart-Rennstrecke. Und die beiden haben gerade die Märchenstraße entdeckt. Die geht anscheinend hier rauf. So, wir sitzen beim Mittagessen. Es gibt Nüdelchen mit Soße, Salatbuffet und Kuchen für danach. Ah ja, und Backerbsensuppe natürlich. Wobei ich mein Kleiner für Backerbsen ohne Suppe entschieden habe. Hiermit sind wir auch schon beim Abendessen gelandet. Erst einmal vom Salatbuffet. Und für die Kleinen gibt es heute Schnitzel. Ah ja, und das da ist meine Flachau-Ente für den Stoneman. Da geht es mit der Hauptspeise. Da gibt es einmal Kartoffel und einmal ein Bordeaux Bleu. Und hier nochmal das Schnitzel. So, jetzt gibt es auch schon Frühstück mit Spiegelei und Omelette. Und einer topmotivierten Chefin. So schaut das alles aus hier. Wahnsinn. Da tut man sich dann wahrscheinlich schwer beim Radeln, wenn man so voll gefressen ist. Jetzt sitzen wir auch schon da beim Frühstück. Konnten wir uns doch noch entscheiden. Bis jetzt alles super gut. Sehr lecker. Ein Spielezimmer für Schlechtwetter gibt es auch noch. Dann können wir euch noch den Skiraum zeigen. Der wird im Sommer als Radlraum benutzt
und ist echt mächtig groß. Mein Radl ist nicht drin, ich habe das nämlich einfach nur außen abgesperrt, zu meiner Schande. Aber gut, es ist da geblieben, alles bestens. Dann gibt es hier noch ein paar Aufnahmen aus dem Wellnessbereich. Der ist auch riesengroß. Ich muss aber gestehen, dass ich gar nicht drin war. Die hat der Chris gemacht, deswegen kann ich nicht zu viel dazu erzählen. Lasst euch einfach mal ein bisschen berieseln damit. Aber einige Saunen und so, was ich gehört habe, ein riesen Ruhebereich. Wirklich super schön. Unter anderem mit Kräutersauna, finnischer Sauna und Dampfbad. Er hätte auch noch überall reingeschwenkt, aber es ist so düster, das lasse ich jetzt mal weg. Hier seht ihr aber dafür den Ruheraum. Der ist so gar nicht düster. Außerdem habe ich euch ja vorher schon ein Spielezimmer gezeigt, das direkt im Gebäude des Reselwirts ist. Und hier ist noch ein weiteres riesiges Spielezimmer. Das ist dann hinten bei dem Gebäude, das noch über dem Pool ist. Insgesamt gehören ja 4 Gebäude mit zu diesem Hotelkomplex und dementsprechend ist wirklich alles dabei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ach ja, und schreibt mir doch mal in die Kommentare, wer von euch schon Stoneman gefahren ist, generell und diesen hier ganz besonders. Tschüss!